Hallo und herzlich willkommen zur 24. Folge von Let's Play Transport Fever, meine lieben Freunde. In der letzten Folge haben wir diesen wunderschönen gelben Geldzug gebaut. Und da fährt jetzt das erste Mal nach Emmershausen. Und Emmershausen hat ja einen wunderschönen Hafen. Und ich finde dieses Gelb, so. Ich bin gerade umgewöhnt, noch ein bisschen. So, geht's nach unten. Zack, zack, nicht mit der Maus. Da geht's nicht. Dieses Gold hier vorne, das schaut wahrhaftig wunderschön aus. Noch sitzt niemand drinne. Aber das wird wahrscheinlich gleich anders sein. Können wir ein bisschen schneller hier rüber huschen. Steht denn hier schon jemand am Bahnhof? Ist noch nichts am Warten. Hier bauen sie auch fleißig. Guck mal, hier steht auch, was die brauchen. Güterbedarf. Hier Treibstoff. Maschinen und Baumaterial. Ich glaube, da entwickeln die sich auch schneller weiter. Wo haben wir denn hier Öl? Ich glaube, das ist hier die einfachste Lösung. Hier ist eine Ölraffinerie. Haben wir hier irgendwo Rohöl? Hier ist Rohöl. Rohölquelle 2. Gibt es hier noch irgendwo eine? Ja, hier drüben. Und hier auch. Parkstein. Hier ist der Kattelhof. Da hat es jetzt sogar 3 Stück. Gehört es schon zu Alfhausen, ja. Gehört schon zu Alfhausen. Könnte man machen. Ich habe gerade die Idee meines Lebens, nur dazu bräuchte ich ein paar mehr Millionen, um eine gute Schiffstrecke rüber mit Bahn, dann auch hier die zwei Sachen mit anzubinden. Und hier kann man auch Öl, also Heizöl vor allem machen. Ja. So, das Problem, wenn wir jetzt mal ein bisschen größer machen. Hier oben gibt es Weizen. Daraus kann man Weizen, ganz viel Weizen, kann man Kunststoff herstellen. Das können wir ja mal machen. Kunststoff kann man da herstellen. Machen wir das doch mal. So, also hier einen Hafen hinbauen und hier einen Hafen hinbauen. Oder mal, das machen wir noch effizienter. Wir werden den Hafen mal hier so ans Eck bauen. Ja, genau, oder mal, Güterhafen. Zack. Und hier, zack, und hier bauen wir eine Straße. In der mittleren Landstraße ist hier so groß, es sind noch kleinere. Zack, und das verbinden wir auch hier. Zack und zack. Und ich weiß gar nicht, ist das jetzt verbunden? Ja, das ist damit verbunden. Bauen wir hier noch ein Schiffsdepot hin. Am besten. So, zack. Kann das hier fahren? Oder mal so? Ja, das kann fahren. Das ist gut. Dann tun wir jetzt hier so einen hinsetzen hier. So. Ich bin auch dämlich. B. So, hier. Zack.
Ja, mach Abgang. Zack. Und noch so ein hier. Zack. Da stellen wir schon mal zwei Linien. Neue Linie. Von hier nach da. Das ist dann hier. Wie hatten wir das? Die Industrie, hatten wir ja schon irgendwie einen Industriezweig drin. Nicht wirklich. Machen wir jetzt Weizen. Oder. Wie tun wir das jetzt nennen? Moment. Das ist ja hier. Was für ein Teil? Eine Chemiefabrik. Okay, da tun wir die Linie auch so benennen. Ich brauche einmal die Linie. Linie. Nur sichtbare. Linie 1. Dann machen wir Chemie. 1. Dann machen wir einfach mal Chemie 1. Und ach. Neue Linie. Zack. Zack. Nein, nicht mit G, mit C. Chemie 1. Zack. Das ist das zugehörige Schiff davon. Da bauen wir jetzt hier noch ein Depot. Bauen wir jetzt gleich daneben. Und da können wir dir den Kattelhof dann beliefern. Könnte man tun. Ja. Ich überlege gerade nur noch, wie wir den Kunststoff irgendwie befördern könnten. Weil sonst geht die Produktion dann nicht in Gang. Oder brauchen die Städte auch Kunststoff? Ich weiß es gerade gar nicht. Nein, die brauchen keinen Kunststoff, die brauchen das daraus folgende. Also hier brauchen sie Kunststoff für Waren und dort hinten. Da. Dann würde ich von hier aus. Eine Bahn ist mir da zu teuer, oder? Eine Bahn ist da viel zu teuer. Das ist auch viel zu teuer. So. Bauen wir hier mal eine Straße nach oben. Ich muss mal die Flächen. Das geht ja nur nach oben gerade. Na, das kriegen wir auch ein bisschen billiger hin. Genau, da ist es billiger. Und dann bauen wir von da hier oben. So, was braucht er jetzt? Holz und Kunststoff. Holz haben wir hier. Haben wir keine Bretterbude irgendwo? Haben wir keine Bretterbude? Ist das euer Ernst? Gibt's doch nicht. Wo ist denn der Bretterbude? Wo ist denn der Bretterbude? Zack, zack, zack. Wo ist denn der Bretterbude? Da ist der Bretterbude! Ein Sägewerk auf der kompletten Map. Ist das euer Ernst? Hier ist auch noch eine Sägemühle. Das ist am Arsch der Welt. Ach du Heimatland. Ach du Heimatland. Das ist eine richtig gute Produktion. Mein lieber Schwan. Wir brauchen aber Kunststoff und Holz. Ich stehe mal fest. Zumindest Bretter. So läuft hier nichts. Sozusagen war alles das, was wir jetzt hier gebaut haben, umsonst, oder was?
Eieieiei. Das ist nicht gut. Noch haben wir die Millionen. Noch haben wir die Millionen. Machen wir hier Holz zu Bretter. Und da können wir hier. Ja, genau. Wir experimentieren rum, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dann, ciao, ciao.